Ja, liebe junge Christen, es wird ein wunderbares, ein großartiges Glaubensfest sein. Es wird eine Gastfreundschaft in Polen da sein, bin ich fest von überzeugt, in Krakau. Es wird ein Erlebnis miteinander sein, Weltkirche zu erleben. Und es wird eine tief berührende Botschaft sein, selig die Barmherzigen, mitten in einer Welt, in der wir manchmal meinen, da regieren nur also kalt oder gleichgültige Prinzipien. Und der einzelne Mensch, was ist er da drin? Gerade in einer Welt, die in unheimlicher Bewegung ist, wo wir Schicksale, auch berührende Schicksale von Menschen erleben, die keine Heimat mehr haben und suchen oder die vor Angst vergehen müssen. Ich denke, selig wie Barmherzigen, das berührt uns mit so vielen jungen Menschen zusammen, zu spüren, dass derselbe Glaube uns berührt und dieselbe Botschaft uns angeht, das kann schon ein Stückchen Welt verändern. Also, macht euch auf und mit Polnisch würde ich sagen, Zapraszamy, kommt und macht mit.